Hallöchen! Ja, lange hat es gedauert, dass wir mal live kochen. Ich habe es schon sehr lange, wie sagt man da, versprochen. Bin irgendwie voll nervös irgendwie. Ich bin richtig nervös. Aber ich bin nicht allein heute, also ich habe mir Unterstützung geholt. Und ja, also wir haben sicher was sehr Leckeres vorbereitet für euch. Für alle, die was jetzt geschrieben haben, bitte nicht vegan. Wir kochen ein Kichererbsen-Curry. Wir machen schon vegetarisch, aber natürlich kann man das auch natürlich auch mit Hühnchen machen oder mit Schweinefleisch. Das bleibt dann jedem offen. Und wir machen sogar eine super Nachspeise dazu. Also es wird ein sehr einfaches Gericht. Immer super zum Nachkochen. Ich sehe jetzt endlich meine Kommentare, falls irgendwer was sagen will. Da sieht man mich nicht mehr. Und ich lasse es gleich 4 Stunden geht, deswegen der Kamera. Wir haben da Lampenschirm, also wir haben Lichttechnik, Tontechnik, also wir haben ja da einen voll aufgetischt. Möchtest du auch mal kennen? Du bist live, glaube ich. Ja, ständig. Ich bin live, okay, super. Sehr gut, machst du das. Ja, auf jeden Fall haben wir Unterstützung geholt. Ich darf Ihnen jetzt vorstellen, Caro. Hallo, grüß dich. Wir haben lange Jahre gemeinsam gekocht. Er hat viel von mir gelernt, ehrlich gesagt. Es gibt gerne Fragen einwerfen, also wir werden Fragen beantworten. Also es wird hauptsächlich ein Live-Koch-Video werden. Das heißt, wir werden da jetzt keine privaten Fragen direkt beantworten, sondern mehr. Du musst, glaube ich, lauter sprechen. Wirklich? Nein, muss ich lauter sprechen? Daumen hoch für lauter sprechen. Passt. Du schaust gut aus. Okay, schau gut, dann habe ich es auch nicht zu. Ja, also wir werden jetzt einmal ganz einfach anfangen. Wir müssen natürlich die Nachspeise, wir machen eine Nachspeise, wir machen eine aus den Kichererbsen, indem wir Kichererbsen-Curry machen, machen wir aus dem Saft von den Kichererbsen natürlich einmal auch Schokomus. Hallo Anita, also ich grüße alle. Das ist ein Kochstudio vom ATV, nein, Spaß. Wir kochen bei Carol in der Küche. Und ja, wir werden jetzt langsam beginnen. Wir werden einmal mit der Nachspeise anfangen, weil die auch länger dauert. Das wird bei der Lehrabschlussprüfung haben wir auch mit der Nachspeise angefangen, weil sie einfach aufwendiger ist zum Durchziehen und das Ganze. Und ja, wir werden einmal anfangen, indem wir dieses Kichererbsenwasser, das sieht man sicher nicht so, mal so zu herzuhören, einfach aufschlagen. Das ist ein ganz einfaches Rezept, das ist wirklich ganz einfach. Wir werden dieses Aquafabia, den kennen wir einfach aus, jetzt leider nicht, bitte rühmt es mir nicht, einfach ganz normal aufschlagen wie Eiweiß. Wir werden das jetzt einfach mixen. Wir werden dann die Schokolade schmelzen, da drin wir dann ein bisschen Zucker rein in das Ganze, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Vanille. Zucker. Und einfüllen Gläser, kurz stellen, werden wir dann den Kichererbsen-Curry machen, das ist lustig schön durchgezogen, angerichtet und es schmeckt. So, wo haben wir das jetzt hinstellen? Ich stelle das jetzt da. Wir werden jetzt einmal anfangen, dass wir mal diese Kichererbsenwasser. Ich habe schon so ewig lang nicht mehr live gekocht. So, wir fangen an, indem wir dieses Kichererbsenwasser einfach einmal steif schlagen. Das dauert natürlich bei diesen Sachen länger als wie bei diesen normalen, wie ihr es vom Eiweiß her kennt. Also die Masse schaut dann ganz normal aus, wie beim Schneeschlacht. Schön fluffig. Wir werden jetzt dann noch die Schokolade beim Wasser verschmelzen. Also mit Rezeptangaben, das schicke ich dann immer, jetzt ist es schon ein paar Tage später dazu. Nein, das ist nicht meine Küche, das ist die Küche von Carol. Ich habe mich da eingemietet. Und wir holen die, was erst dazu geschickt haben, wir machen eine Kichererbsen-Curry. Und den nehmen wir dann Soft eigentlich von den Kichererbsen natürlich für den super Schokomus verwenden können. Haben wir gedacht, machen wir den Schokomus dazu. Das haben wir erstens einmal eine gute Hauptspeise und ein kurzes Erdbeer. Eben auch eigentlich. Und das ist wirklich ganz einfach. Wir schlagen einfach wirklich nur diese Masse auf. Dann ein bisschen Vanillezucker, normaler Zucker dazu, Schokolade und runterkommen. Abgefüllt in Gläser, gestellt und dann dauert es mal. Für alle, die was jetzt sagen, oh mein Gott, Kichererbsen, also ich mache das immer mit normal Schnee. Nein, es schmeckt wirklich keinen Unterschied, nicht, ich schwöre es. Also das ist wirklich eine super vegane Alternative.
kannst absolut wirklich nichts falsch machen. Und in der vegane Küche, oder die zurzeit ziemlich modern ist, ist das eine super Alternative. Also es schmeckt wirklich keinen Unterschied. Also Carol, hast du das schon mal gekocht? In der veganen Form, ein Schokomus? Nein, noch nicht. Noch nicht. Also, das muss man später anschauen. Und auch das, was wir jetzt machen, das Kichel, ob es okay ist, ist jetzt zwar vegetarisch, aber es, man kann Buttenspieße dazu machen, man kann es mit Garnelen machen, also es ist wirklich für jeden, was dabei war, was macht, es ist nur die Grundbasis, wie es dann jeder selber für sich machen will, wo man Rindfleisch drauf gibt, so Rinderfiletstreifen ganz kurz abrollen, um und drauf, das ist jedem freigestellt. Also es ist wirklich ein Rezept, was man vegetarisch machen kann, vegan und natürlich auch nicht Fleisch. Also es ist wirklich. So, wir werden die Schokolade jetzt langsam drin schmelzen. Ich versuche natürlich, dass ich die Kommentare ein bisschen mitlese, aber hin und wieder geht es, es geht jetzt nicht immer. Ich habe jetzt natürlich die Schokolade nicht so klein geschnitten, wir haben es einfach ein wenig zerbröselt und fertig aus. Das heißt, es geht ruckzuck im Wasserbad. Die lassen wir mal aufkochen, dann schalten wir es ein wenig auf niedrige Temperaturen, dass nicht zu schnell die Hitze aus, weil wenn die Schokolade zu heiß wird, ist das immer so eine Sache für sich, langsam und dafür sicherer. Ist schon gut aus, danke, das liegt vielleicht an dem Fütter, was wir drinnen haben. Na, Spaß. Also ich glaube, mein letztes Live-Video, ich weiß es nicht, ist sicher jetzt schon über 2 Jahre her, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nervös bin, aber nein. Wieso sollte man nervös? Nein, perfekt. So, was machen wir da? So, bis jetzt ist die Schokolade schon eigentlich ziemlich schnell geschmolzen. Wichtig ist, wenn man die Schokolade dann eingeben, dass man es ein bisschen kurz auskühlen lässt. Man kann optional ein bisschen Milch reinigen, man kann in der veganen Küche kann man natürlich ein bisschen Mandelmilch, Sojamilch reingeben, dass er einfach ein bisschen verflüssigter ist. Aber jetzt ist das jetzt, es ist optimal, wenn wir das so haben. Wir schauen natürlich, dass die ganzen Klumpen weg haben. Also, jetzt ist hier noch ein paar Klumpen drinnen. Wir schauen natürlich, dass alles schön geschmolzen ist. Und es geht ruckzuck. Also es ist so 5 Minuten das hier, also in der Regel, bis die Schokolade geschmolzen ist. Rein in den Tiefkühler sogar, wenn es schnell gehen muss. Es wird begeistert sein. Für alle, die was nachkochen. Also ich freue mich über jeden, der was das nachkocht und über Feedback von dem Ganzen. Egal ob vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Ich mache zum Beispiel wirklich sehr gerne, wenn man mit Shrimps so arbeitet oder sogar so surfen Turf mit Rinderfiletspitzen, Hammer. Wow. Schön ist das. Ihr seht, sie sind jetzt alle Klumpen verschmolzen. Ich lasse jetzt natürlich diese heiße Schokolade nicht gleich da rein. Das ist nochmal von der Schokolade. Mein veganer Schnee zusammen. Und das braucht man natürlich nicht. Wir lassen es jetzt ganz kurz ein bisschen abkühlen. Man kann es jetzt optional ein bisschen in Eiswasser geben, dass es ein bisschen abkühlt, aber es tut es eigentlich, wenn man ein bisschen umrührt. Man merkt es eh im Gefühl, wenn es recht schnell hart wird, ist zu spät, aber wir dann es einfach ganz langsam. So, was gibt es so viele Fragen? Es gibt jederzeit alles Fragen und wir werden da. Was wird das? Also, wir machen jetzt ein veganes, vegetarisches Kichererbsen-Curry. Und dazu haben wir durch dieses Aquafabia, haben wir gesagt, machen wir natürlich noch ein Schokomus dazu, dass wir natürlich alles aufgebracht haben. Wir wollen ja nichts verschwenden, was wir hernehmen können. Und wenn ich es gewohnt bin, dass ich normalerweise Live-Kochen immer zu zweit mache, habe ich mir einfach einen Carol dazu geholt, der wird dann ein bisschen schnippeln und offiziell eigentlich nur abwaschen. Ja, abwaschen kann ich. Abwaschen. Genau. So, wir werden jetzt diese Schokomasse da jetzt einfach langsam runterheben.
Unterheben heißt, dass man natürlich ganz sanft, also es bringt nichts, wenn man das jetzt so schlägt, weil man sonst die ganze Luft rausschlägt aus dieser Masse und die wird ganz langsam unterkommen. Boah, das schaut jetzt schon böse. Sag jetzt, das ist gut ausschaut. Ja, es schaut sehr gut aus, was du da machst. Sehr gut machst du das, oder? Ganz schön viel wird das, oder? Nein. Ich sage immer, so süße Speisen oder so, ich sage auch, da kann man nicht genug haben. Das ist wie im Winter bei einem Keksbacher, man kann nicht genug Kekse backen. Oder willst du sagen, dass du schon viel Keks gegessen hast? Ja, schon, glaube ich, sollte mehr. Das ist nicht viel, ich glaube, du hast einfach zwei Gläser hergestellt. Ah, das wird sein können. So, und jetzt werden wir diese Masse einfach in Gläser füllen. Was für ein Schwein? Nicht? Nein. Bitte, perfekt. Passt es, oder? Was sagst du? Ja, es sind eher kleine Gläser. Ja, so batzen dort. Ah, die batzen darfst du. Das ist die Küche schon warm. Aber das ist ja. Schau her. Zeig mal, eine Hausfrau oder ein Hausmann, der was nicht batzt. Zeig ihn mir. Ist das jetzt deins? Nein, das ist einfach vielleicht für morgen da. Für morgen ist er auch nicht da. Wir müssen nicht gleich alles essen. Das kann man ja morgen an, oder? Kann man das morgen auch essen? Natürlich, das kann man. Brauchst du nicht lassen? Nein. Oder glaubst du? Ich glaube, es für dich für übermorgen. Übermorgen? Nein, morgen. So. Nein, das geht sich nicht aus. Das heißt, wir haben jetzt 5 Glaseln. Und 3 Leute. Wie 3 Leute, wie meinst du das? 3 Leute zum Essen. So, ja. Diese Gläser stellen wir jetzt einfach kalt. Hast du eine Küchenrolle? Ja. Selbstverständlich, fertig. Ich habe eine Küchenrolle. Ist nicht meine eigene Küche, da gehen wir nicht. Da habe ich nicht passt, Entschuldigung. Nein, ja, das hast du super gemacht. Sind nicht so schlimm. So. Einmal reinkommen, den ganzen Spaß. So, und das war's. Kühlen lassen und ihr habt ein super einfaches Dessert. Also für alle, die was jetzt erst dazugekommen haben, wir machen einen Kichererbsen-Curry. Und von diesem Kichererbsenwasser haben wir jetzt einfach nur Schokomus draus gebastelt. So, und wir dann jetzt gleich nur straks weiter. Wir werden da jetzt das Kichererbsen-Curry machen. Da Carol wird jetzt den Reis vorbereiten. Da hast du ja deine eigene Technik. Ja. Und da werde ich jetzt einfach an dich abgeben. Nein. Schau, ich werde jetzt das an dich abgeben. Reis. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel Leute das so machen, wie jetzt er den Reis vorbereitet. Kein Mensch. Kein Mensch. Weil kein Mensch tut sich das an. Aber ich sehr wohl. Als allererstes, was für einen Reis haben wir da? Einen Basmati-Reis nehmen wir heute. Und wir müssen den aber zuerst noch vorbereiten, wir müssen den waschen. Und für das Ganze werden wir das natürlich, wie man es gewohnt ist, einfach mal abspülen. Einmal ganz kurz grob. Wenn wir das jetzt waschen, dann sieht man das. Ja, das sieht man super. Ja, dann musst du ein bisschen das Handy hochheben. Das muss ich auch noch tun. Ja, natürlich, jetzt bist du der Kameramann. Also das ist ja interessanter, das Reiswaschen, als wir sonst. Eben. So, wir waschen natürlich den Reis, dann mit zwei Fingern ein bisschen so. Durchgefahren und das Ganze wird natürlich jetzt komplett. Nimmst du jetzt zwei Finger, weil du so große Finger hast, oder müssen die so ziemlich ja, eine Handvoll. Vier nehmen? Ich würde schon sagen, eine Handvoll war gut, aber in meinem Fall ist das natürlich okay so. So, jetzt warte kurz, dann haben wir das erste Mal abspülen und machen das Ganze gleich nochmal ein zweites Mal. Nochmal? Ja, möchtest du jetzt dann dauernd vor der Kamera stehen oder darf ich auch mal? So. Ich werde dann mein Instagram-Account verkaufen. Das ist aber nicht für dich. So, das zweite Mal. Immer mit zwei Fingern. Naja, du kannst da drei nehmen, wenn du dich wohler fühlst, sagen wir so. So. Und jetzt haben wir die zweite Runde und nach der zweiten Runde gibt es ein schweres, macht aber auch noch fast keiner. Jetzt kommt der Schmäh, passt auf.
bitte schreibt in die Kommentare rein, wer es dir so macht. Kein Mensch, natürlich macht es kein Mensch, aber wir machen es schon so und man merkt den kleinen Unterschied. Muss ich schon wieder, oh mein Gott. Du bist das auch hinter der Kamera, wunderbar. Ja, also, das ist ja schon fast eine Matura-Arbeit. Genau, so, wir haben jetzt nicht mehr so viel Wasser drin, der Reis steht jetzt ein bisschen über und wir fahren mit einer Hand ein und rübeln den Reis mit der zweiten Hand so ab. Also, schaut jetzt nur zu kompliziert aus, ist es aber. So. Und dadurch das Rübeln, Reis und Reiskorn wascht sich natürlich das Restliche an Stärke runter, was man nicht brauchen kann. Und das tut keiner, aber der Unterschied nachher ist natürlich wunderbar. Na, geschmacklich auf jeden Fall. Geschmacklich auf jeden Fall. Du wirst es sehen, du wirst begeistert sein. Also kurz zum Mitschreiben. Waschen mit zwei Fingern und reiben mit fünf Fingern. Man kann sich natürlich eine zweite Person holen, falls die Hand klar ist, wie bei dir, aber prinzipiell ja, man kann die Hand jetzt so nehmen wie. Okay, also waschen du ihn auch, wir haben noch nie gräben am Reis. Ja, das kann schon sein. So, jetzt natürlich nehmen wir wieder Licht und Wasser. Steht er nicht im Licht? Nein, das Licht passt mir gut. Dann waschen wir uns kurz das Reis ab. So. Nochmal zum Mitschreiben. Zum Mitschreiben. Das schreibst du bitte später auf, das ganze Zeug. Okay, ja? Ich muss das später aufschreiben. Für alle, die was erst eingeschaltet haben, weil jetzt nicht so viel gefragt haben, wir kochen Kichererbsen-Curry. Der Reis ist eine Wissenschaft. Und in dem es ein sehr schwieriges Rezept ist, habe ich mir vor allem Unterstützung geholt. Für alle, die was erst eingeschaltet haben, der Carol und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Zwei, drei Jahre. 15? Mindestens 15 Jahre. Über 15 Jahre. 20. Aber ist ja wurscht, sagen wir nicht so genau. Wirklich, 20. Ist ja wurscht. Da war ich 13. So ein Blödsinn. 17 Jahre, 17 war ich 16. Wir haben in derselben Firma gearbeitet, als Koch. Und viele Köche verderben den Brei oder eher den Reis, je nachdem, wie man es sehen will. Der Reis ist super. Wir haben den Rest machst du. Wir haben den gewaschen. Ja, so, jetzt sieht man auch ganz schön, wenn man genau reinschaut. Oh, ich muss wieder hier. Kommen wir mal jetzt mit der Kamera und dann bitte. Kamera. Ja, genau. Man sieht es eventuell, jetzt sind so Flankerl drin vom Reis. Das man ist sieht für ein bisschen nicht grober. Ich habe seine Finger nach dem Flankerl vom Reis. Ich habe mir zuerst hingewaschen. Nein, das sind jetzt die Flankerl. Man sieht, jetzt schwimmt das Ganze oben. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem. Was man für normal macht, also kurz oder vernünftig. So. Carol, jetzt fragt mir, warum man einen Reis wascht. Erklär das einmal, warum wascht man den Reis? Dass er einfach sauber ausschaut, natürlich. Nein, wegen der Stärke natürlich. Wegen der Stärke, braucht man Stärke, also ich brauche keine mehr, du vielleicht? Du magst Stärke, ja? Ich brauche ein bisschen Stärke, für das gibt es so ein Fitnessstudio. Das ist aber andere Stärke. Okay. So. Also der Reis ist jetzt sozusagen, jetzt tun wir ein bisschen Wasser rein, jetzt sieht man es auch schon. Also muss ich schon wieder gehen? Nein, du musst nicht, aber du bist so nett zu mir. Ich hätte einfach also, genau. Können wir das verschiedene? Das Wasser ist jetzt schon klar, also waschen, also so passt er. Und was wir jetzt dafür machen, wir laden das Ganze, so weit es geht, ab, das Wasser. So, schau mal. Kann runterfahren. Oh. Das ist ja wirklich eine Wissenschaft, das Reis. Reiskoch, ja, ist eine Wissenschaft. Aber wir wollen es ja ganz, ganz gut. Es geht auch, wenn es wirklich schnell gehen muss, einfach diese, ich darf jetzt keine Werbung nicht machen, aber diese Reisbeutel kaufen, was man einfach kocht. Kann man machen, muss man nicht. So, nein, wir machen aber trotzdem, wir sind ja trotzdem ein bisschen Banausen, ne? Weil wir brauchen ja keinen Topf, nicht? Wir nehmen einen Reiskocher, verrückt, den kenne ich von einem Reis. Ja, okay, wurscht, anderes Thema. Also, wir konnten auch mit dem Thermomix gehen. Aber es geht gut an, der Reiswaschen. Also Reiswaschen ist immer gut. Die meisten Menschen sagen immer, Reiskoch, du bist verrückt, du bist der Koch, du brauchst ja keinen Reiskoch, du hast die Hefen, du hast eh alles, was du brauchst. Ja, aber wir haben hier einen Reiskocher, er ist klein. Ich bin jetzt groß, schaut jetzt relativ. Aber er ist wirklich klein, er ist eher für zwei, drei Personen gedacht, wirklich. Ja. Und ich finde, der Reis wird geschmacklich einfach, wenn man zum Chinesen geht und so einen Reis, einen richtig knackigen, guten Reis kriegt. So haben wir noch, deswegen machen wir noch einen Reiskocher. Gell? Was ich nur dazu sagen möchte. Bitte. Nicht zu dem Reiskocher. Aber wir haben heute in diesem Live-Video sogar ein Gewinnspiel. Das wäre nicht eher dazu, eigentlich später. Ich bin jetzt aber überlegen, ob wir dieses Gewinnspiel nicht anders machen, sondern so quasi, dass wir hier das Reiswascher verlosen. An drei Personen, da wo du Reis waschen tust. Perfekt.
Beruflich. Für fünf Personen. Für fünf Personen. Für fünf Personen. Ja, und Eis waschen kann man, natürlich. Ja, also bei uns bist du auch da herin in der Küche gefahrt. Was ist das jetzt? Cognac-Glas? Jetzt braucht der Cognac? Ja. Natürlich, irgendwann muss man zum Saufen anfangen. Aber wir haben jetzt ein Glas Reis gehabt und wir brauchen jetzt zwei Gläser Wasser dazu. Die werden wir gleich vorbereiten. Und. Ab in deinen Reiskoch. Nein, ich schwab zuerst einmal die Schüssel damit ab, weil der biegt ja jetzt über, ist eh klar. Jetzt sind so. 8 Minuten Reis waschen. Der Reis ist wichtig, dafür kann ist aber kann man nicht gut. Kannst du nicht gut waschen statt Reis? Kann ich nicht. Nein, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht ganz gelernt. So. Es hätte auch noch 200 Portionen Reis zum Waschen. Wer? Ich kann nicht gleich. Aber ja, vielleicht später. Aber wenn man den Reis wascht, Kali, dann klebt er nicht mehr. Bitte noch ein Video. Ich kann jetzt gerade, ist ganz blöd, weil. Wieso fangen wir mit dem Reis an? Der Reis, wissen die wenigsten, soll ja ein bisschen stehen. Im Wasser, ja. Das heißt, im Prinzip wacht er schon ein bisschen auf. Und er kann ruhig 20 Minuten stehen, eine halbe Stunde, ist kein Problem, tut ihm gar nichts. Was wir aber jetzt noch machen müssen, gewürzt haben wir noch nicht. Und das machen wir jetzt. Pass auf. Wir würzen den Reis. Gib mir nur ganz kurz ein Glasschälchen. Du weißt eh schon, wo die sind? Ja. Du bist super. Ein kleines. Ein kleines, genau. Ein kleines Glasschälchen. Super, danke. Also das ist jetzt nicht meine Küche, das ist eine Karolser Küche. Das ist eine wirklich schöne, moderne Küche. Also, bitte. Einfach. Schön. Aber gut, schön. Genau. Wir brauchen Salz natürlich, so viel wie man will natürlich das Ganze, und Geheimwaffe. Es gibt immer eine Geheimwaffe. Und in meinem Fall... Ein Lorbeerblatt. Du wirst lachen. Nein. Kein Lorbeerblatt. Natürlich, jeder mag es anders, aber ich nehme jetzt noch eine Prise Majoran dazu. Voll verrückt, gell? Voll verrückt. Fuchsteufelswild. Der Majoran hat die Eigenschaft, der Reis wirkt natürlich nachher eine Spur weißer, finde ich, und ist geschmacklich einfach voll geil. Majoran probieren. Wirst sehen. Bitte, es anders ist, machst du nicht. Ich werde das Rezept dann posten. Geht's um ein paar Tage Zeit. Ich muss mal das bisschen zusammenfassen, dieses Reisposten. Da war eigentlich schon drei Seiten für die Leute. Ja, es ist, also der Reis ist schon toll. Ja, also mach bitte deinen eigenen Absatz, Reis wird gekocht. Ja, super, so, weiter geht's. Sollen wir nicht ein Live-Video über das Reis kochen machen? Könnten wir. Aber es war ja Fahrt. Naja, Reis kochen kann man ja, es ist ja jetzt der normale Basmati, es gibt den Vollkornreis, der wird ein bisschen anders vorbereitet, es gibt einen Rundkornreis, wir können einen Sushi nachher machen, es ist ja wurscht, was wir machen damit. Aber es ist eigene Wissenschaft. Eigene Wissenschaft. Ja, genau. Aber werden wir dann einmal so fünf verschiedene Reissorten kochen. Ja, ungefähr. Okay. Plus, minus 10. So, und jetzt geht es los mit dem Curry. Warst du mit deinem Reis fertig? Ja, ich übergebe wieder die Küche an dich. Also viel Spaß mit dem. Die haben wir hergestellt für was? Na, du kannst da reinschälen, haben wir gesagt, eventuell. Du kannst auch. Schau, ich habe eine zweite für dich vorbereitet. Du kannst die Schnitte rein tun, wie du willst. Dann brauchen wir eine Pfanne. Wo ist die Pfanne? Schau her. Ich kenne mich der Küche nicht aus. Nein, diese, heute das erste Mal, das nächste Mal weiß ich schon, ne? Oder? Wir nehmen den Wok, habe ich gesagt, oder? Nein, den Wok. Schau her, da schon. Siehst du das? Genau. Und im Prinzip eh ganz einfach, wir brauchen ja nur eine Pfanne. Wir machen alles in der Pfanne drin, oder? Wir machen alles in der Pfanne. Sehr gut. Wir machen alles in der Pfanne. So, wir haben da ganz einfache Zutaten. Wir werden ein bisschen Tomaten dazugeben, wir werden ein bisschen fruchtig. Also ich koche immer gern fruchtig, wurscht ob Salate haben oder sonst irgendwelche Sachen. Auch bei den Dressings. Machst du ein Dressing, da hast du ein paar Himbeeren, eine Kirschen. Ganz egal, es wird Hammer. Geil sowas, wirklich, das sage ich dir mal, das ist nicht geil, darf ich jetzt schon sagen, ich meine. Darf man das überhaupt sagen? Ja, darf ich es meinen. Ja, du bist geil, fertig, mach ja. Wenn ihr es mit Obst so kocht und diese Säure mit dem Fruchtigen, bitte probiert es aus, es ist wirklich auf dem Salat, ist ja auch nicht im Dressing gut und so ist es ein Kichererbsgeil. Wir werden da heute mit Mango arbeiten, wir werden ein bisschen Tomaten reingeben, wir werden ein bisschen Paprika reingeben, Zwiebel, Lauch, ein bisschen Zitronensaft drüber und es ist wirklich perfekt, es geht ganz schnell. Man hat schnell gemacht. Klassiker, das ist richtig der Klassiker. Du schmeißt rein. Das ist der Klassiker. Ja, schaut außen pippi fein aus. Zum Glück haben wir die Werbung gemacht für den Bauern. Carole braucht den Zwiebel. Bitte? Die Leute warten schon. Ja, ja, ja.
Ich werde dann irgendwie das Zwiebel reinzahlen. Mach wieder Werbung. Werbung? Ja, du bist ja spontan, mach jetzt wieder Werbung und dann kannst du rein. Jetzt schauen wir mal, ob wir das live wieder nicht abbrechen und dann der nächste Zwiebel so ist. Nein, jetzt machen wir nicht schwach. Das war ein Zufall, ja. Aber das ist es so. Da kann man sich nicht helfen. So. Gut machst du das. Schau, gell. Darf ich dich loben überhaupt? Ja. Du darfst alles. Sehr gut. Du darfst alles. So, wir werden jetzt einmal die Zwiebel anbraten, das Ganze. Wir werden das Gemüse mal vorbereiten. Dieses hartgekochte Gemüse werden wir am Anfang ein bisschen anbraten. Das werden wir dann kurz auf die Seite geben. Dann werden wir Zwiebel anschwitzen, weil natürlich der Zwiebel schneller gar ist als wie das Hartgemüse. Was ich sagen muss, ich koche eigentlich einen voll sauber. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Du bemühst dich in meiner Küche, dass du es einfach sauber machst, kommt mir vor, gell? Ja, weil ich so nervös bin in deiner Küche. Wer jetzt? Die Küche oder du bist ich jetzt glaub, nervös? Ich glaube, dass wir beide nervös sind. Ja, also müsst ihr euch ja kennenlernen. Jetzt schon. Erst kennenlernen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Karotte, wir nehmen eine gelbe Möhre, wir nehmen einen Sellerie dazu. Du brauchst natürlich jetzt keinen ganzen Sellerie nicht kaufen, es gibt die super, super Tassen. Suppengemüse, ja. Da habt ihr alles schon drinnen, was ihr eigentlich braucht für das Ganze. Und was ich auch dazu sagen muss, das Live-Video wird heute zum ersten Mal gespeichert, ja? Wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob wir speichern sollen. Bist du sicher, ob es das wirklich haben ist? So, wir können das Gemüse jetzt theoretisch einfach runterschälen. Ich sage jetzt einmal Hausnummer, wir können es einfach ganz. So Streifen geht auch. Also das kann jeder machen, wie er will. Wir können es aber klein würfelig schneiden, wir können es Julienne schneiden, wir können ganz egal, wie es für ihn aufwachsen ist. Was machen wir? Mit einem Würfel schneiden. Einfach, dass wir wegen die Schneidtechnik wieder gesehen haben. Wir machen jetzt einfach grobe Würfel draus aus dem Ganzen. Oh Gott, geh nicht so groß ran. Nein, keine Angst. Ich meine, wir wollen was sehen von dir, was du da machst. Ich würde im Endeffekt einfach grob würfelig schneiden. Ich finde immer wichtig, wenn man solche Gerichte macht, dass man zu fein ist nichts. Weil wir haben da die Kichererbsen. Und wenn wir da ungefähr dieselbe Größe haben, finde ich das optimal. Zu fein wäre nichts, weil sie dann diese Aussicht drinnen verliert. Wurscht, ob es eine Zwiebel ist und so. Wenn man es einfach in der gleichen Größe macht, finde ich es optimal. Aber es muss auch jeder für sich entscheiden. Das gesehen. Was denn? Nichts, das ist ein scharfes Messer. Das ist ein scharfes Messer, nicht? Und es muss auch nicht perfekt sein. Also ich sage immer dazu, auch wenn wir es gelernt haben, also der Carol und ich, wir können das jetzt Würfel gleich schneiden, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck, weil es steht sich keiner eine Stunde da hin und dort dieses machen. Also wir haben das in der Berufsschule, da haben wir Matten gehabt, wirklich, da haben wir genau, wirklich, da haben wir, wie gesagt, nicht, da haben wir wirklich so da gestanden und dann hast du jedes Würfel wirklich, also wirklich so gemacht. Du, keine Ausbau. Ich zumindest nicht. Hast du das da gerade? Nein, okay. Das ist ja nicht so genau. Das Gemüse wird verkocht und noch ein bisschen. Was eigentlich dann schaut so am Echt ist beim Zwiebelschneiden, weil immer viele Fragen kommen, wie schneidest du eine Zwiebel, dass er so schön ist, dass er klein ist. Da zeige ich Ihnen zwei Techniken, einmal wie wir es in der Berufsschule gelernt haben und eigentlich eine ganz einfache Schneidtechnik. Und was ich auch sagen muss, wenn du das Karotten schneidest, falls es dir aufgefallen ist, ich schneide immer mal das untere weg, dann rutscht mir die Karotten nicht weg. Weil wenn ich es jetzt so haben würde, dann muss ich es selber schon überlegen, dass man es wegrutscht. So lege ich es einmal rum. Sie kann man nicht aus. Und ich kann wunderbar schneiden. Drehen wir das nochmal um mit der Seite, mit der glatten Seite. Und. Oder ist er toll, Karli?
Komm, sag. Ja, hast du bei der Technik, das ist natürlich schon cool. Wenn es da scharf schlichten. Ah, oh, schöne Farben haben wir da schon automatisch. Super. Schaut wirklich toll aus. So, jetzt schauen wir mal, ob es irgendwelche Fragen dazu gibt. So, und jetzt gehen wir zum Zwiebelschneiden. Also in der Berufsschule lernen wir es ja natürlich, ich muss das einmal vorbereiten. Wie lange ist denn das schon bei dir aus mit der Berufsschule? Kannst du das noch verraten? Frage nicht. Frage nicht, okay. Frage nicht. Weißt du das noch? War nicht wirklich, 2006. Ja, ist korrekt. Ist korrekt. Wir schneiden diese Zwiebeln dann halbieren. Das ist so Berufsschule. Wenn man es in der Berufsschule lernt. So, dann habe ich da meine Würfel. Für denen, die es aber unsicher ist, sage ich immer dazu, nehmt ihr dieses, das ist Blatt für Blatt übernehmen. Probiert es, kann man machen, also ich sage jetzt nur, und schneidet es komplett durch. Ja? Sagt ihr das? Ich habe jetzt komplett durchgeschnitten, ich habe keine Angst, dass er irgendwie abplatzt, das muss da keiner reinfahren. Nein, es dauert länger, aber. Und habe denselben Effekt. Ich sage jetzt nochmal, wir schneiden wirklich alles in Streifen durch. Zeigt, es sind perfekte Würfel. Es muss sich keiner irgendwie um seine Finger Gedanken machen. Nein. So, ich glaube, die waren nicht gut so, gell? Wir werden noch ein bisschen Lauch dazu schneiden. Da ist dasselbe beim Lauch. Das kennt ihr auch genauso wie beim Zwiebel. Beim Lauch ist es sogar einfacher, weil der einfach richtig schön die Blätter auseinandergeben kann. Zack, zack, zack. Um ein Draht. Perfekte Würfel. Sag ich mir ja immer, dass die meisten ja vom Schneiden Angst haben. Ich habe irgendwie immer mehr Angst gehabt, dass ich mich brenne. Ja, brennen ist normal. Ich habe irgendwie mehr Angst gehabt vor der ganzen. Wenn du in der Küche nicht gewissen arbeitest, dann ist es normal. Du brennst oder schneidest, oder? Das ist das Berufsrisiko. Das ist das Berufsrisiko. Genau. Schau, wie er die für schöne Farbe gibt. Das ist wirklich toll gemacht, ja. Das ist wirklich toll gemacht. Ich glaube, jetzt sind wir schon kurz davor, dass wir loslegen, oder? Und wenn ich jetzt einmal anfange, dass wir natürlich diese Karotten und gelbe Möhren und Tomaten, oder? Tomaten mal anbraten. Wir machen jetzt einfach so einen Cut, ne? Schau, ich habe die extra was vorbereitet. Du hast extra was vorbereitet. Bitteschön. Dann kannst du es besser. Ja, genau. Schade, das ist. So. Dann müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. So. Ein Paprika brauchen wir auch. Kommt das später, oder? Wir brauchen nur Paprika, die Tomaten, die Paprika tun zum Beispiel nur ganz. Die mache ich zum Beispiel nicht Würfel, da mache ich Ringe, weil die verkochen sie so schön. Schnell, genau. Schnell, aber genau. Das machen wir dann und im ein bisschen pissfest Suck. Wir werden nur da Tomaten dazu geben. Ich sage es gleich dazu, alles, was da steht, ist schon gewaschen, falls irgendwelche Kommentare kommen. Das ist alles. Wir haben fast vorbereitet, ja. Wir haben sie super vorbereitet, glaube ich. Genau. Wir machen es halt mit Mangels Kichererbsen-Curry. Es passt aber super, wenn man es mit Ananas zum Beispiel macht. Man kann auch zum Beispiel frische Ananas nehmen, in der Pfanne anbraten, das Ganze, weil es einfach dann einen richtigen, wirklich karamellisierten Geschmack gibt, das Ganze. Man kann es mit Litschi machen. Ich mache es zum Beispiel oft gern wirklich mit Litschi, aber wir haben uns für die Mangel entschieden. Also ein bunt gemischtes Curry heute. Ein bunt gemischtes Curry. Vegetarisch? Vegetarisch. Nicht vegan, glaube ich. Nicht vegan? Ja, genau.
Es ist eigentlich bis jetzt noch vegan. Ja. Ja, es ist sogar vegan. Es ist... Ja, es ist nur vegan. Ja, aber das ist jetzt ein Zufall, oder? Ja, das war jetzt aber wirklich ein Zufall. Ja. Das ist ein Zufall. Ja. Das ist ja, man kann jetzt auch das Fleisch ausgesagt, oder? Man kann natürlich, wie ich immer erwähnt habe, man kann optional das Fleisch dazu geben. Man kann Butterspieße anbraten, um man drauflegen. Muss gar nicht in dieser Masse drinnen sein, in den Curry. Ich finde es ja klasse, wenn man es nur anbraten, dieses Buttenfleisch, Buttenspieße, Filetspitzen vom Rind zum Beispiel, um man drauflegt, gibt ein super Bild. Einfach gleich dekoriert mit Petersilie, Schnittlauch. Optimal. Wir lassen die Pfanne natürlich einmal heiß werden. Das ist immer oberste Gebot. Bitte nie was in eine kalte Pfanne eingeben. Wurscht, ob es ein Fleisch ist, es verliert ein Fleisch Soft. Es wird russig. Wie sagt man, er tränkt, wie sagt man, ist aber anders weiter für. Ja, wenn die Flüssigkeit ausläuft aus dem Fleisch, dann hat man, ist Drucker. Es ertränkt. Wir haben früher haben wir gesagt, ist Saftau. Ja, ist Saftau. Saftau, auf gut. Oberösterreichisch, gell? Oberösterreichisch. International. Ah ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt und ich habe die jetzt einfach übersehen, bitte kommentiert das nochmal, weil ich kann jetzt nicht immer dann hinschauen und fragen, schauen, wer was gepostet hat. Könnte ich schauen, dann müsste aber wer weiter kochen. Nein, das machen wir nicht, das ist Chaos. Aber wir haben eine Regie im Hintergrund nochmal, die das überprüft. Kennst du einen Raser noch, wo der Beruf steht? Hat gerade einer kommentiert, wann ist der Raser sehen, da hätte man eins angekriegt. Vom Raser? Also ich bin jetzt ganz ehrlich selber stolz auf meine. Kann man nicht vorstellen, dass der unseren Ansatz gewählt hat. Ich suche mir jetzt die schönen aus. Ah, also willst du jetzt präsentieren? Ich pick mir jetzt wirklich die schönen Sachen aus. Und ich, na schau, also wirklich, also... Nein, das hast du wirklich schön. Lernen ist gelernt. Ja. Carlo, was ist das für ein Messer? Ein Damastmesser. Ein Damast. Hast du das vom... in... Japan gekriegt, wirst du Reis waschen? So, damals, wie wir auf Weltreise waren, auf Tournee, da habe ich den Shin kennengelernt. Nein, habe ich nicht so. Nein, das war ein Geschenk tatsächlich. Am Weihnachten habe ich das mitgekriegt. Die Pfanne wird schon langsam heiß. Das ja, heißt, das hast du komplett richtig. Wir werden jetzt das. Wir nehmen da natürlich ein normales Öl. Man kann es mit Sesamöl arbeiten, man kann es mit Rapsöl. Wir also, haben das ist, Sesamöl. Was haben wir da? Olivenöl, da haben wir ein liebe Olivenöl. Ja. Wie heißt denn der Jamie Oliver? Bissi. Ich tue immer am Anfang weniger Olivenöl rein, man kann immer nachher, wo ist mein Schaber? Das war's jetzt. Ah! Ich habe ihn schon gefunden. Und es brutzelt schon. Und es brutzelt. Und wo ist meine Spatula? Da links hast du die Holzen, die sind am besten für so eine Pfanne, glaube ich, geeignet. Das ist nicht dauernd, sondern das ist eine Küchenrolle, ja. Das ist eine neue Pfanne übrigens, das tut da nichts an. Das ist ein Kratzel. Du hast die Spatula. Wir werden jetzt einmal dieses Gemüse anbraten, dann werden wir es auf die Seite geben. Kurz diesen Zwiebeln dazu braten, immer zuerst das harte Gemüse anbraten. Ich werde jetzt den ganzen umlegen. Man braucht eigentlich gar nicht so viel mit Fett arbeiten, man sieht es jetzt da erinnern wieder. Wenn es zu wenig ist, man merkt es. Ich habe jetzt ganz wenig Olivenöl rein da. Jamie Oliver dazu ist zu wenig, wir geben ein bisschen was rein. Wie schalten wir da auf? Ich schalte ein bisschen auf, ein bisschen Power hätte ich da. Ich kenne mich da gar nicht aus. Nein, ich habe jetzt damit auf Kommod, nicht, dass du überfordert bist, aber wir können jetzt ein bisschen mehr geben. Aber du musst jetzt schwenken, gell? Ja. Oder machst du es ja Kommod? Schau, du drückst einfach auf das, was du brauchst und dann gehst du auf die Nummer 6. Ja, das ist sogar so, aber das probieren wir jetzt einmal. Ja? Optimal. Bitte? Optimal. Super. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man solche Curries machen, dass das Gemüse nicht sehr gar ist oder solche Sachen. Es soll alles nur knackig sein, bissfest. Wir haben alle 10. Da fällt das Zeug schon aus der Pfanne. Und man kann ja reingeben, was man will. Wenn jetzt eine kleine Karotte nicht haben möchte, was weiß ich nicht. Oh, wir müssen da nicht herstellen. Das ist nur so komisch. Passt, oder? Optimal. Ja, dann mal so. Wir haben dann schon eine Currypaste vorbereitet.
Wir haben ein bisschen Mehl vorbereitet, dann zum Schaum von den ganzen. Wir haben da ein bisschen Sojasauce. Was haben wir da versteckt? Sesamöl. Das Ganze wird dann mit ein bisschen Gemüsebrühe und ein bisschen Kokos. Was für Kokos? Kokosmilch? Milch, genau. Das muss jetzt gar keine Farbe haben, das Ganze. Das sage ich ganz dazu. Wenn wir ein bisschen Farbe drinnen haben, ist das in Ordnung. Hier haben wir ein bisschen Farbe drinnen. Ist genug. Ich brauche nicht mehr Farbe. Weil wir wollen es auch nicht verkochen, das Ganze. Wir geben es jetzt einfach kurz auf die Seite. Das müsste ich natürlich nicht auf die Seite geben. Man kann es, aber ich finde es so ehrlich gesagt besser. Karl, gib mir recht. Natürlich, ja, genau. Danke. Morgen kommt der Paprika rein. Der Paprika, das zeige ich dir, der kommt gar nicht rein. Der kommt nur mitgedünstet. Perfekt. Einfach geschnitten, eine. Also, wie die Tomaten. Tomaten kommen auch zum Schluss. Tomaten kommen zum Schluss. Und Mango, wann haben wir das noch vor? Alles zum Schluss. Es wird nicht mitgebraten, die Mango, das super. Ganze. Mhm. Du, perfekt. Ich habe Chance mit dir. Nein, brauchst gar nichts. Ich frage nur, dass wir wissen, was wir da jetzt bauen. So, schauen wir mal. Es brutzelt schon wieder. Wunderbar. Kurz einfach glasig anschwitzen, das Ganze. Optional kannst du natürlich, so Grilltomaten haben willst, wenn du einfach auf dieses Flair stehst bei den Grilltomaten. Das ist schön schade. Kannst du natürlich die Tomaten mit anrösten, anschwitzen. Man kann es auch mit Ding machen. Mit passierte Tomaten, gestückelte Tomaten steht alles frei. Ihr seht es, ich habe das jetzt ganz kurz angebraten. Es ist so fein geschnitten. Geben jetzt dieses Gemüse wieder dazu. Schau, wie das kann. Schwenken das jetzt ab. So, wo ist jetzt die Currypaste? Die haben wir da. Und was für Curry haben wir heute? Wir haben ein Kichererbsen-Curry. Und was für Currypaste haben wir dazu? Was haben wir denn da? Sag mal das. Hast du es gemerkt? Nein. Das ist die gelbe, die ganz milde. Ach, die gelbe. Weil schwarz mengen wir es ja nicht. Zumindest die mehreren Kinder nehmen es so scharf. Wir sind ja freundlich für alle, gell? Immer. Immer, nicht nur scharf und aggressiv. So, wir lassen es jetzt ganz kurz nur dahin dünsten. Auf ganz kleiner Hitze. Wir waren nicht einmal sicher, ob wir es überhaupt Stamm brauchen. Musst du nicht, das ist ja. Also sicher. Mhm. Jetzt einmal diese Currypaste, die gelbe Currypaste reingeben. Genau. Kurz mitrösten, oder? Wir werden jetzt nur ganz kurz aufpassen, weil die ganzen Wurst und Paprika mitröstet. Das wird alles schnell bitter. Wir werden ein bisschen Sesamöl dazugeben. Was heißt das? Ist Sesamöl? Sesamöl, ja, genau. Wir werden es ein bisschen stauben. Stauben hat den Effekt, dass wir natürlich eine Bindung drehen in den Ganzen. Aufpassen, falls irgendwelche Allergene haben. Das ist jetzt einfach ein Weizenmögeln. Während das Ganze jetzt anfangs mit ein bisschen Suppenbrühe. Ich würde jetzt gar nicht so viel machen, weil diese Kokosmilch schon so dickflüssig ist. Das machen wir dann einfach noch viel, je nachdem wie dick das wir Curry haben. Es gibt Leute, die mit Curry wie eine Suppe zum Beispiel. Wichtig ist, wenn man sowas macht, dass man das richtig schön ausköchelt, weil sonst dieses Mehl muss man natürlich richtig schön, sagen wir es, ausköcheln. Das geht in der Menge natürlich ganz einfach und ganz schnell. Wir haben da jetzt noch nichts gewürzt, wir haben jetzt einmal die Gemüsebrühe drinnen, wir haben da jetzt die Currypaste drinnen. Wir würzen da noch nichts, abschmecken einmal zum Schluss.
gießen dieses Ganze jetzt mit Kokosmilch auf. Wichtig ist, dass wir jetzt mit der Hitze nicht zu hoch sind, ansonsten wird es, nehmen wir 4, sonst würde das Ganze abbrennen. Also es geht jetzt rucki zucki, also dass wir da mit dem Abbrennen nichts übersehen. Ich habe jetzt da schon einen leichten, schönen Glanz drinnen. Seht ihr das? Das glaube ich, sieht man recht schön. Ja, super, wunderbar, glaube ich. Das schaut richtig schön. Geben jetzt natürlich die Kichererbsen dazu für ungefähr so 10 Minuten. Ja, da könnte man Reis auch schon wieder einschütten. Das braucht auch ein paar Minuten. Dann schütten wir jetzt rein. Lass es jetzt auf mittlerer Hitze kurz köcheln. Während das da jetzt so schön dahin köchelt, werden wir jetzt einfach den Paprika kurz schneiden, die Tomaten rein. Optional kann man es natürlich anbraten, das Ganze. Ich mag es am Anfang, wenn es einfach. Wir haben das Röstgemüse drinnen, wir haben den Zwiebeln, den gerösteten drinnen. Das ist so auch ganz gut. Wir werden es da jetzt einfach wirklich ganz einfach ganz feine Ringe überschneiden. Wer ist dein Schaber nicht mehr? Nein, nicht mehr. Nein, das ist ein Pasch. Je nachdem wie viel. Es ist ein richtig schöner Farbtouch drinnen. Wir haben eine richtig klasse Farbe drin. Wir haben das Gelb, wir haben das Rot, das Orange. Es wird dann noch super, sagen wir es, dekoriert mit Grün. Und was jetzt noch wichtig ist in den ganzen, oder was ich gerne rein tue, ist Curry. Haben wir drin von der Currypaste. Man kann jetzt noch Ingwer rein tun, Zitronengras. Ich habe vorbereitet, ich liebe meine Ingwer-Shots von Bliss Kloster Kitchen, das kennt ihr mich. Ich koche gern mit dem und es gibt nichts Besseres, weil ich habe meinen Ingwer drinnen, ich habe meinen Curry und wir geben da jetzt einfach 30 ml dazu. Es ist einfach ein Ingwer-Shot mit Curry. Und ich habe einfach meine Ingwergräber gespart zum Beispiel. Ich koche gerne mit Ingwer, ich liebe Zitronengras, ich liebe es. Das schaut toll aus. Während das da der Hickköchel werden wir ein paar Tomaten reingeben. Das müssen wir noch mal kosten, ich hoffe das schmeckt. Ich tue die Tomaten jetzt einfach halbieren. Die kommen genau da so rein, die köcheln da ganz langsam mit. Tippi fein schaut das aus. Ich muss sagen, für das erste Mal jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht jetzt nur ein bisschen Salz ab, aber da muss ich jetzt gleich dazu sagen, ich habe da meine Sojasauce. Ich gebe jetzt nicht das Ganze rein. Ah, oh, es schaut richtig gut aus. So, Mango schneiden. Ich liebe Mango schneiden. Ich tue mir leichter die Mango einfach links und rechts oberschneiden und tue mir es mit Löffel außer. Ungefähr so wie bei einer Kiwi. Die war ja gar nicht so schlecht. Und diese Mango. Es geht natürlich, diese Mango ist weggelassen. Es könnt Litschi dazu nehmen. Es könnt Mandarinen zum Beispiel. Bitte aufpassen, wenn ihr frische Mandarinen nehmt oder mit frischen Zitrusfrüchten arbeitet, dass ihr die wirklich kurz blanchiert rein aus diese, wie sagt man, diese weißen Fäden eigentlich hauptsächlich gekriegt, sonst wird es bitter. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, kauft euch einfach Dosenmandarinen, wie bei den Dosenlitschi.
Dieser Effekt hat jetzt, jetzt haben wir diese Süße von den Mangos drinnen, wir haben das salzige, saure von den Curry drinnen, dieses würzige, ist ein bisschen bekannt, da kann man natürlich auch ein bisschen mit Chili arbeiten, wir kochen nicht mit Chili, oder ist da draußen, wenn ihr es kennen habt, bitte aufpassen mit dem Chili-Zeug. Zum Schluss werden wir das einfach mit Salz, Pfeffer abschmecken, wenn es zu wenig ist. Ansonsten ist es ein riesen einfaches Rezept, schnell kocht. Optional, man kann dazugeben, was man will, man kann jetzt mit, egal was es will, also es gibt diese Paprika weggelassen, es gibt grüne Tomaten nehmen, rote Tomaten, es gibt die gelben Tomaten, es ist ein Paprika dasselbe, es gibt die grünen. Ich habe sogar schon mal gesehen, dass einer mit weißen Erdbeeren das gemacht hat. Aha. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Interessant. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Ich mache es halt jetzt mit Mango, ich habe es mit Ananas, kann man es machen. Ich habe jetzt diese Paprika und diese Tomaten eigentlich nur rein, da einfach als ein bisschen Eyecatcher dazu, ist halt auch gut ausschauen, was man macht. Falls irgendwer, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir würde diese Flüsse, also diese Dicke jetzt passen. Wir kochen jetzt noch ein bisschen ein, falls einem zu wenig dick ist, kurz ein Gmachtl gemacht, zum Beispiel, ein Gmachtl kennt ja jeder, ein bisschen Wasser mit Mehl, nochmal richtig aufkochen. Und ja, falls wenn es zu flüssig ist, kann man natürlich ein bisschen Kokosmilch, ein bisschen Gemüsebrühe, Gemüsebrühe reingeben. Wichtig ist bei dem Ganzen, das nicht holen, ist generell, Kochen ist immer mit Zeit verbunden, sage ich immer ganz ehrlich, Kochen ist mit Liebe verbunden, also ist jetzt nicht Kochen, weil es muss ist, bitte, wenn es kocht, genießt die Zeit beim Kochen, also ich genieße die Zeit wirklich beim Kochen, dass du einfach abschalten kannst, du kannst vom Alltag, früher gestresst, ist logisch, für das gibt es einfach Rezepte, die gehen ja schnell. Natürlich haben wir jetzt noch länger umgeschissen, weil wir natürlich reden, aber in der Regel ist das ein sehr einfaches Rezept. Wir geben jetzt die Mango einfach dazu, lassen die kurz mitköcheln. Und wichtig ist, immer abschmecken, wenn alles drinnen ist, weil jetzt kommt nur die Süße von der Mango dazu, du hast die Süße von der Kokosmilch dazu, du hast die Sojasauce jetzt im Nachhinein dabei. Bitte mal alles einmal richtig entfalten lassen von den Gewürzen, von den Ganzen und erst im Nachhinein würzen. Also nicht immer gleich glauben, oh Gott, ja. Man kann Knoblauch, wir werden jetzt noch ein bisschen Knoblauch dann dazu tun. Den Knoblauch kann man natürlich, wenn man will, du kannst ein Pulver einiger, du kannst ihn mitrösten beim Zwiebel. Ich habe ihn jetzt nicht mitgeröstet, weil ich ganz ehrlich gesagt habe, vergessen drauf. Aber ist ja nicht zu spät. Kann passieren. Ja, ich werde jetzt einfach nur zwei Knoblauchzehen schälen. Also ich werde dann heute dann noch ein Gewinnspiel reinposten mit Kloster Kitchen. Und zwar wird das folgendermaßen ausschauen. Ich werde einfach das Live-Video speichern. Und ich bitte euch, für jeden, der was mitmachen möchte, teilt das Live-Video, markiert die drei Leute, was ich verlinke, und machen wir ganz einfach, verlinken und postet einen Kochlöffel in meine Kommentarbox und somit hat es schon dabei. Das könnt ihr gewinnen von Kloster Kitchen, ein ganzes Probierpaket, bestehend aus drei verschiedenen Ingwer-Shots, einmal mit Kurkuma, dann haben wir den klassischen Zitrone und Granatapfel, also ich liebe den Granatapfel Shot. Kloster Kitchen ist von mir sicher schon zwei Jahre Kooperationspartner. Ich liebe ihn, habe ihn noch immer täglich in Gebrauch. Ansonsten würde ich ihn nicht vorschlagen. So, wir werden jetzt einfach kurz den Knoblauch kurz in Streifen schneiden, in Scheiben schneiden, kurz ein wenig durchhacken. Muss gar nicht gepresst sein, also ich habe nicht einmal Knoblauchpresse daheim. Auch noch, wie ich meine eigene Küche gehabt habe, wo ich auch gerade noch gepresst habe. Ich habe auch keine. Kann ich. Also es geht. Ratze, Putz. Und rein damit. Sehr schön. Und es köchelt schön dahin, gell? Es köchelt sehr schön dahin, wenn es so schmeckt auch. Und eine eigene Schöpfung. Ja, schaut schon gut aus. Weil das jetzt einmal nochmal kosten, ist ja logisch. Also dann schmeckt geil, soll er nicht gut ausschauen, sondern auch schmecken. Wow.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ohne dass ich mich selber loben möchte, ich würde fast gar nichts meinen da. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ist die elektrisch, oder was? Ja. Ein bisschen Pfeffer darf natürlich nie schaden. Was war das für Currypaste? Gelber Curry. Der milde. Wir haben den milden. Das ist ein thailändisches Curry. Kriegt man an und für sich überall, wo es Currys gibt. So kleine asiatische Ecke, sage ich mal, in den Geschäften meistens. Und dann gibt es dieses gelbe Curry. Und du willst wieder mal einen Ansatz haben, gell? Ich? Ja, natürlich. Petersilie frisch gehackt. Für das gibt es meistens einen Ansatz zum Schluss. Stimmt? Ich koche immer Wassergerichte, oder? Jawohl. Schön. Ja, wie schaut der Reis eigentlich aus, Karin? Nein, der braucht nun wahrscheinlich eine Minute. Er braucht eine Minute? Ja, wenn überhaupt. Der wird jede Sekunde fertig sein. Wir haben das halbwegs gut getaktet. Da. Dieses Kichererbsen-Curry ist natürlich jetzt einmal fertig. Wir können das jetzt ausschalten. Wie, wo? Ganz oben der Ausschaltknopf, lange halten. Wo ist denn da? Ah, da ist es. Ja, genau. Ja, wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Wer es verstanden hat, auch. Das ist. Sehr gut. Wie ihr seht, es war ein sehr einfaches Gericht. Es war, wenn man nicht so viel Repé. Kann ich, kannst du gerne herstellen? Nein, ich überlege gerade noch. Du überlegst gerade, ob du sie herstellst. Nein, ob der Reis wie ausschaut. Der kann aber auch schon. Es ist ein sehr einfaches Gericht. Ja. Es ist ein nährhaftes Gericht. Bitte vergiss nicht, man kann wirklich mit Fleisch, also es soll jetzt nicht sein, dass wir da jetzt nur vegan gekocht haben. Es ist wirklich vegan, das ist witzig jetzt. Ist das vegan? Wir haben vegan, ja. Wir sind jetzt noch vegan dabei, ja. Wir sind bei vegan dabei. Ja, genau. Aber es könnt ihr wirklich mit Schrimps machen für alle, die später eingeschaltet haben. Es könnt es mit Rinderfiletspitzen machen. Es könnt es mit Puttenspitzen machen. Da ist auf oben zu immer Luft. Wichtig ist, das ist nur die Grundbasis. Man kann das Ganze natürlich anders machen. Wenn ich kein Mango nicht rein will, dann nehme ich Ananas. Wenn ich das nicht mache, dann das könnt ihr sich weggelassen. Das ist nur ein Grundrezept. Ihr könnt es erweitern gegen irgendwas. Ich habe es mit Avocado gesehen, ich habe es mit Erdbeeren gesehen eben schon. Da ist jeden Freiluft. Hast du schon erwähnt, was wir mit dem Saft gemacht haben? Von den Kichererbsen? Nein, das hast wollte du erwähnt, das kurz mal kurz ans Aussehen kann. Selbstverständlich. Dieses Kichererbsen-Curry haben wir aus dem Grund gewählt, weil wir jetzt einfach ganz schnell. Wie schaut das schon aus? Wunderbar. Ganz fluffig. Ganz fluffig. Ja, man sieht die Blase. Es ist ein Rezept, wo es daheim, was die Frau überraschen möchtest. Du hast ein wunderbares Hauptgericht und ein Dessert eigentlich in einem. Also wir haben jetzt aus diesem Kichererbsensaft quasi ein Schokomus gemacht und man sieht sie richtig diese Bläse da oben. Ja, man sieht es voll. Also, sieht man es voll? Ja, vollgas. Also man sieht, es ist fluffig. Es schmeckt jetzt nicht so quasi nach Kichererbsen oder so, man schmeckt da wirklich gar nichts. Es ist wirklich ein schönes Schokomus aus dem Ganzen, kurz dekoriert, ganz einfach. Also wirklich ganz einfach und man hat eine Hauptspeise und eine Nachspeise in einem. Wir haben nichts weggeschmissen, wir haben alles, was wir gehabt haben, verwendet und hast einfach ein nährwertes, kurzes, schnelles Gericht. Also wirklich, wenn ihr es nachkocht, bitte schickt mir Fotos, wie ihr es essen macht. Was ihr überhaupt zu diesem Schokomus sagt, viel Rümpf, dann immer die Nasen zu rümpfen, wenn sie sagen, was aus Kichererbsen habt ihr diesen Schokomus gemacht. Nein. Kichererbsen, Wasser aufschlagen, ein bisschen Zucker dazu, Vanillezucker, aufschlagen, Schokolade dazu, kalt stellen und fertig. Das ist keine Hexerei. Jeder, der was mich kennt, wir kochen immer Gerichte, die was natürlich schnell gehen und die was auch jeder nachkochen kann. Das ist ja das Witzige und das Wichtige. Viel kochen und kochen und eine normale Hausfrau oder ein normaler Hausmann kann es nicht einmal nachkochen. Und das ist nicht Sinn und Zweck, die Rezepte sind ganz einfach. Probiert es aus, ich freue mich auf jeden Fall über das Ganze. Sollen wir abschließend noch was sagen? Oder sollen wir uns anrichten? Anrichten Feuer im Live. Karl, wie schaut der Reis aus? Sollen wir noch eins vorher anrichten? Dann rede ich noch eine Minute. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu einem Gericht,
Hat es außer, ich freue mich über jede Frage. So gut wie fertig. Ich muss kurz umrühren. 10 Sekunden. Wir werden es kurz uns anrichten. Ich werde, ich glaube, ich habe da den Schöpfer gesehen, oder? Ja, da ist ein Schöpfer drin. Große Kännchen, ja, das kannst du nicht gleich nachhaben. Hast du den nicht lieber? Nein, können wir nicht rein. Oha! Nein. Ja, wenn du das sagst. Das schaffe ich nicht. Das Rezept wird in den nächsten paar Tagen online gehen. Ich habe mir schon ein wenig was zusammengeschrieben. Ich werde versuchen, dass ich so auf 4 Personen das Rezept mache. Ich habe da jetzt ganz herrlich Pi mal Daumen gekocht. Das ist so als Koch. Ja, du kochst nicht so nach Rezept, ganz ehrlich. Ja. Ich werde aber das Rezept ungefähr für 4 Personen reinmachen, dass ihr da ungefähr einen Richtwert hat. Das, was wir da jetzt gemacht haben, ist locker für 3. Sogar wirklich für 4 Leute, also da kommst du locker aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dessert kann man für 5 Leute hernehmen. Am nächsten Tag. Oder für den nächsten Tag. Am nächsten Tag also, natürlich, wieso nicht? Ja. Nein, also es ist wirklich, es ist. Das Witzige ist das, ja? Es ist auch billiges Essen. Ja? Es ist auch billig und ja, das ist ja das nächste. Billig, schnell und lecker. Aber jetzt schauen wir mal gespannt, wie wir es anrichten. Ich konnte ja noch so ein Mango aufschneiden. Als die Mango war natürlich da jetzt so perfekt, oder? Als kleinen Eyecatcher. Ja. Jetzt ist es fertig. So, danke schön. So. Jetzt ist jetzt einfach zwei so Mango-Streifen drüber schneiden. Das war Mango natürlich bietet sich an, wenn man ein bisschen was überlässt. Oder? Fürs Dessert. Das ist ja perfekt. Und du brauchst, glaube ich, jetzt Teller, oder? Was brauche ich? Teller, ja. Brauchst du Teller? Magst du ein weißes Teller oder machst du lieber ein blaues, dass man es vielleicht optisch sieht? Nein, ich finde die blauen voll schön. Ich tue mal ein weißes her, kannst du mal schauen, ob dir das gefällt. Aber ich habe da jetzt einen voll coolen Teller. Ich tue da mal einen Reisschöpfer da her. Schau her, da habe ich ein schönes Teller zum Anrichten, glaube ich. Das natürlich. Das ist okay. Nein, bitte. Nein. Bitte. Schönes Teller, oder? Was ich jetzt anrichten, oder? Naja, du bist ja der Koch, oder? Und was machst du? Ganz gescheit mit. Aber du kannst mir schon einen Reis her tun. Du hast den Reis gemacht. Also ich habe das gemacht, du hast jetzt den Reis da platzieren tust, riecht mir ich noch den Reis bei meinem Curry. Okay, gut. Das Argument. Das ist ein Argument. Da kann man jetzt natürlich nicht nennen. So, dann schauen wir trotzdem. Hat mehr wieder einen Reis schon drauf tun. Du da. Hast du irgendwo machst du den nächsten oder du machst es daneben hin, wie ist das am Leben? Ich riech mir nach dir. So. Ganz einfach. Wieso ich kein Kochbuch mache? Kommt hier ein Kochbuch machen? Nein. Bitte was? Kommt hier ein Kochbuch machen? Wer macht der Kochbuch? Ich. Ja, später. Aber heute nicht. Riechst kannst du das? Mal sagen, dass der trotzdem noch lebt und nicht so. Riechst du das? Also, wir haben ja den Reis, wir haben ihn gewaschen, ewigst lang. Er pickt ganz leicht. Dieser Basmati-Reis für normal oder größere Klebeeigenschaften. Wir haben es am Ende gelegt, also wir haben es im Wasser drin lassen zum Ziehen. Und dementsprechend, er schaut relativ gut aus, schön aufgequollen ist er auf jeden Fall, oder? Was sagst du? Vom Geschmack, Geruch her, der Majoran. Ich sage immer Majoran, toll. Toll. Ja? So. Ich komme gleich zu dir zu, bis ja, mit der Kamera so sieht, was du da jetzt fabrizierst noch. Was ich da jetzt fabriziere, wir werden es jetzt ganz klassisch da jetzt so her da. Natürlich ein bisschen mehr Soße dazu. Das schaut jetzt schon gut aus. Dann das. Was soll man denn das jetzt? Jetzt bin ich überfordert. Schauen wir dann jetzt einfach diese Currystreifen da. Mango-Streifen. Ja, Mango-Streifen. Ich habe sogar noch zwei Tomaten daher. Und wir werden das einfach. Wunderbar, sehr schön. Magst du das Teller ein bisschen? Genau. Bitte. Nein, es schaut ist schon ja ehrlich aus. Fruchtig, frisch. Mit dieser. Mit diesem Dessert dazu. Was sehen wir da an? Da tun wir jetzt noch eine Mango. Da kannst du auch eine Mango drauf, wenn wir jetzt ehrlich sind. Die Mango, die passt halt, die zieht sich durch. Aber was jetzt noch eine Reibe hätte, wo man schon glatt drüber rein könnte, nein, das war jetzt. Nein, wir haben natürlich nur eine Reibe. Bitte, das war ein Spaß. Da, schau, reib mal. Ich darf die kleine sagen, weil es wird gleich umgesetzt. Was? Es wird alles gleich umgesetzt.
verstehen. Schau, da habe ich die Präsentationsreibe, nicht die große. Das kannst du schon gleich losreiben. Warte, ich hole dir noch ein Stück Kulator. Präsentationsreibe, da muss ich noch eintreffen. Du schaffst es! Guck mal rein. Ja, wenn das einfach da so wäre. Schau her, schau her. Na, da ist jetzt die Schokolade nochmal. Reibst du das? Ich muss das in der Nahaufnahme, du bemühst dich, oder? Ja. Schau, wie er das reimt. Ja. Na bitte. Ah Gott, schau. Super. Schau, na, herrlich, herrlich. Schokomus. Schön. Das, ja? Schön, schön, schön. Abschließend stößt du jetzt aber her zu mir. Nein, ich kann jetzt nicht. Schau, jetzt gibst du her zu mir. Nein, wir passen nicht beide drauf. Nein, okay, du hast mich bereit. Nehmen wir jetzt das Blick da. Das wird mir zwinkler. So, bitte. Abschließend wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Danke sagen für ihn, für alle, die was zugeschaut haben. Ich freue mich über jeden, der was das Video dann teilt, uns verlinkt und am wichtigsten nachkocht. Also bitte, wenn es irgendwer nachkocht, bitte macht es noch, schickt mir Fotos, schickt mir was dazu sagt, was sagt zum Schokomus, wie habt ihr es gemacht? Ich lasse mich überraschen von ihm und bin sehr gespannt auf ihn und danke fürs Zusehen. Danke, macht's gut. Tschüss, ciao. Danke.